Es war kein Geheimnis, dass der Umstieg zu der Honda Fireblade im Verhältnis zu der Yamaha R1 nicht so ganz einfach war. Ein Video vor circa genau einem Jahr, als ich die Reise nach Almería angetreten bin und mit dem Motorrad die ein oder anderen Probleme hatte, mit den Rundenzeiten nicht ganz dort war, wo ich eigentlich hin wollte, zeigten offensichtlich, dass ich auf Anhieb nicht so warm mit dem Motorrad war. In dem Jahr 2023 habe ich mich aber massiv damit auseinandergesetzt und wirklich entscheidende Faktoren gefunden, die Honda Fireblade dementsprechend schnell zu machen. Und siehe da, ich kann schon mal vorab auflösen, die Saison 2023 war von den Rundenzeiten her extrem schnell. Und ich möchte euch heute in diesem Video sagen, was ich an der Honda verändert habe, wie ich mich darauf angepasst habe und was man zwingendermaßen bei dem Motorrad meiner Meinung nach machen sollte. Wir müssen so ein bisschen grundlegend mit dem Problem der Honda anfangen. Das wird dann auch widerspiegeln, warum in der 2024er Version, das übrigens nicht ist, das ist die 22er Version, einige Änderungen gemacht wurden. Das grundlegende Problem für meine fahrerischen Ansprüche war, dass ich zum einen in maximaler Schräglage zum Scheitelpunkt oder kurz vorm Scheitelpunkt oder sogar schon am Scheitelpunkt, je nach Kurve, immer das Gefühl gehabt habe, dass mich die Vorderachse rausschiebt. Also ich konnte quasi den Radius nicht so eng fahren, wie ich den hätte gern fahren wollen. Wenn ich ein paar Sekunden oder ein, zwei Sekunden ein bisschen Speed rausgenommen habe in der Rundenzeit, dann ging das besser. Aber sobald ich angefangen habe, meine Referenzen zu fahren und wenn sich jetzt jemand fragt, in welchem Rundenzeitbereich wir uns bewegt haben, dann war das so Brünn 206, Rijeka 129 und so weiter, so in dem Bereich. Ne? Aber sobald es ein bisschen schneller wurde, war das immer so ein Gefühl von, die Vorderachse schiebt drüber. Das war der eine Teil, der war negativ. Es kam noch ein zweiter negativer Part hinzu und das war zugleich ab dem Zeitpunkt, wo ich das Stützgas angelegt habe und schon wieder ein bisschen Meter machen wollte, dass das Hinterrad sofort angefangen hat zu sliden. Das heißt, auf der einen Seite eine schiebende Front und auf der anderen Seite kein Grip am Hinterrad. Das heißt, es sind zwei Faktoren, die dir von Scheitelpunkt bis Kurvenausgang wahnsinnig viel Zeit kosten. Wenn wir wahnsinnig viel betiteln sollten, dann würde ich sagen, ich war so circa am Anfang eine Sekunde langsamer als mit der Yamaha. Oder in Almería waren es knapp sogar 1,5 bis 2 Sekunden. Almería war aber extrem lange Radien und so. Das liegt dem Motorrad heute noch nicht so gut, obwohl ich den Vergleichstest noch nicht gemacht habe. Es ist kein Geheimnis, dass man in der Profiszene schon oft gehört hat, dass Honda Probleme hat und man hört immer wieder das Stichwort Kopflastigkeit. Und was ist ein kopflastiges Motorrad? Das heißt nichts anderes als die Vorderachse hat verhältnismäßig viel Gewicht auf der Front. Das ist in manchen Faktoren gar nicht so schlecht, weil wenn ich zum Beispiel zu wenig Load nach vorne transferiere in Form von ich bremse wenig oder habe wenig Gewicht über den Kurveneingangsspeed, dann schadet mir eine Front, die von Haus aus viel Gewicht hat, nicht, weil ich dadurch eine gewisse Last aufs Vorderrad gebe. Also wir brauchen am Reifen eine gewisse Last, die darf aber auch nicht zu viel sein. Das ist ein dementsprechend viskoelastischer Stoff, so ein Reifen. Und der Reifen ist das, was uns verbindet. Und der ist letztendlich auch das, der uns vermittelt, ob das jetzt gut geht oder nicht gut geht. Sollte er zumindest. Das ist bei der Honda kein Geheimnis, dass die Kopflastigkeit gegeben ist. Und das ist genau das, was im Endeffekt mir den Strich durch die Rechnung machte. Das heißt, am Scheitelpunkt der Kurve in maximal Schräglage hat das Vorderrad gesagt, Alter, das ist mir hier zu viel Gewicht, kannst du das von mir runternehmen, dann turn ich auch noch weiter. Und zum anderen steckte das ganze Gewicht eben auf der Vorderachse und die Hinterachse, sprich der Hinterreifen, hat gesagt, du willst jetzt schon beschleunigen, ist schlecht, weil das ganze Gewicht steckt hier vorn drin. Ich habe keinen Load, ich habe keine Energie, die von oben kommt, keine Umfangskraft. Dadurch kann ich mich nicht verzahnen und kann auch nicht beschleunigen. Faktor, kein Grip. So, das ist das Problem der Kopflastigkeit. So, und jetzt fängt man natürlich mit kleinen Sachen an. Dann fängst du an mit Gabelüberstand, sprich du machst das Motorrad vorne höher, du machst das Motorrad hinten tiefer. Das ist das, was man sehr oft, sehr häufig sieht. Also man hebt das Motorrad vorne an und senkt es hinten ab. Deswegen sehen manche IDM-Motorräder oder Profisportmotorräder so komisch aus, weil die vorne so hoch sind. Abhängig von ihrer grundlegenden Gewichtsverteilung. Und da ist
eher der Wurm begraben in der grundlegenden Gewichtsverteilung. Und zwar sprechen wir hier von der Position der Vorderachse, der Hinterachse, der Position des Motors in der horizontalen Linie und des Fahrers drauf sitzend. Das ist die grundlegende Gewichtsverteilung. Und die kann man nur bedingt beeinflussen. Der Motor hat eine gewisse Position. Der Fahrer hat auch eine gewisse Position und die Achsen auch. Aber man kann einen Einfluss treffen. Und zwar könnte ich natürlich als Fahrer sagen, ich setze mich so weit hinter als möglich. Oder ich könnte auch sagen, ich versetze den Motor einfach 1,5 Zentimeter nach hinten, was mir aber lediglich technisch nicht so leicht gelingt. Das ist unter anderem ein Grund, warum in der 2024er Version von Honda am Motor einiges gemacht wurde, und zwar auch die Länge des Motorblocks verändert wurde. Das steht immer ganz, ganz klein im Kleingedruckten. Unter anderem haben sie eine Änderung getroffen, dass die Wings an der Front, also die Flügel, kleiner geworden sind. Währenddessen, dass alle anderen Hersteller immer größer werden, hat Honda gesagt, okay, wir sind mit dem Trend mitgegangen, der Wings, aber ich glaube, es ist vielleicht nicht so gut, weil wir ein kopflastiges Motorrad dadurch noch kopflastiger machen. Also haben sie die Wings verkleinert. Es gibt für mich keine andere Erklärung. Ich will dazu sagen, dass alles, was ich sage, meine Erfahrungen sind und ich keinen Kontakt zu Honda persönlich habe oder irgendwelchen Ingenieuren, die mir das gesagt haben. Das ist nur eine Schlussfolgerung aus vielen Indizien. Also, man kann versuchen, die Gewichtsbalance zu verändern. Aber den Motor, den kannst du nicht verändern, der sitzt halt da, wo er sitzt. Und das ist relativ schwierig. Aber man kann Einfluss auf die Achsen nehmen. Fangen wir bei der Hinterachse an. Also, um die Kopflastigkeit der Front zu verringern, muss ich versuchen, mehr Gewicht auf die Hinterachse zu transferieren. Und das kann ich machen, indem dass ich den Hinterreifen so nah wie möglich ins Zentrum bringe, weil dann mehr Gewicht am Hinterreifen ist und somit entlaste ich die Front. Das Gegenteilige davon ist übrigens, die Vorderachse vom Gewicht wegzunehmen und somit wandert quasi der Motor weiter in Richtung Mitte des Motorrads. Und das haben wir gemacht. Also wir haben zuerst versucht, das Motorrad über die Front so weit wie möglich anzuheben, über das Heck so weit wie möglich abzusenken, und dann haben wir die Achsen so verschoben, dass wir das Zentrum verschoben haben. Das heißt, wir sind auf der Hinterachse so kurz als möglich gegangen, Stichwort Übersetzung und Kettenlänge, und die Vorderachse weiter wegzubringen ist nicht so ganz einfach. Man munkelt, und ich habe dafür keine Beweise, das sind nur, wird in der Szene erzählt, ich konnte es bisher nicht beweisen, dass es so ist, ich weiß es auch nicht, aber es ergäbe Sinn. Die Profiteams in manchen Rennserien, ich will keine Namen nennen, haben, so wie es die Gerüchteküche sagt, eine Art exzentrisches Kopflager entwickelt, um quasi den Lenkkopf weiter nach vorne zu setzen. Somit wandert die komplette Achse weiter nach vorne, was das Vorderrad weniger belastet. Das ist ein Gerücht. Ich habe das auf eine andere Art und Weise versucht zu lösen, weil ich kein exzentrisches Kopflager habe, also Lenkkopflager, sondern ich habe das Offset der Gabel verändert. Also ich habe ein anderes Gabelbrückensystem benutzt, um das Offset zu erhöhen. Also sprich, die Gabel weiter weg von der Lenkachse. Damit erhöhe ich auch den Radstand. Das ist ein negativer Faktor, den ich eigentlich nicht wollte. Allerdings ist die Erhöhung des Radstands im Verhältnis weniger schlimm als das, was ich positiven Effekt durch das höhere Offset entwickelt habe. Also höheres Offset heißt, die Achse, die Gabel ist weiter weg von der Lenkachse. Der nächste Vorteil daraus ist, dass durch das höhere Offset der Nachlauf kleiner wird. Somit auch das Handling zusätzlich verbessert wird. Und ich durch die andere Gabelbrücke auch nochmal höher habe gehen können, weil die Position eine andere war. Und das ist im Endeffekt einer der wichtigsten Faktoren gewesen für mich, das Offset zu verändern. Ich möchte jetzt keine genaue Angabe darüber geben, wie viel Millimeter Offset wir verändert haben. Wir haben verschiedene Offsets probiert, haben jetzt ein Offset gefunden, wo ich dann
extrem gute Rundenzeiten fahren konnte. Ich bin in Rijeka 1.28.9 damit gefahren, in Brünn 2.06.0 glatt, in Most 1.37.0. Also wir sind relativ gute Rundenzeiten gefahren. Ich bin auch schneller geworden als mit der Yamaha, weil ich nun an besser turnen konnte, höheren Kurvenspeed fahren konnte und wiederum mehr Grip am Hinterrad generiert habe. Also zwei Fliegen oder sogar drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen habe. Das war mein Heransatz. So, und dann haben wir noch ein weiteres, eine Kleinigkeit gemacht. So, wir haben auf der Hinterachse so kurz wie möglich, also so tief wie möglich, in Form von Federbeinlänge. Allerdings darfst du das nicht über die Federrate machen. Wenn du es über die Federrate machst, dann kriegst du zu viel Unruhen. Das heißt, die Federrate muss schon abgestützt sein mit der richtigen. Allerdings, die Grundgeometrie muss so tief als möglich sein. An dieser Stelle möchte ich dir mal kurz unseren Fahrwerksratgeber ans Herz legen. Wenn du Interesse um das Thema Fahrwerk hast, dann ist der genau der Richtige, um dein Wissen, deine Basics, dein Grundwissen rund um das Fahrwerk dementsprechend zu erschaffen und natürlich auch mit vielen hochkarätigen Details, um es genau zu sagen, solche Details, die wir hier besprechen, aber natürlich noch viel tiefgründiger, was ich hier in einem 10, 15, 20 Minuten Video nicht kann. Deswegen würde ich dir gern unseren Fahrwerk-Ratgeber mit einem Umfang von über 4 Stunden ans Herz legen. Link in der Beschreibung. So, eine Kleinigkeit habe ich noch verändert, und zwar wollte ich ein sehr handliches Motorrad unter Beschleunigungsphase. Die Beschleunigungsphase ist eine Phase, die das Motorrad unter manchen Schwingenwinkeln hineinzieht, allerdings dann das Motorrad nicht mehr agil ist. Das heißt, ich will in der Beschleunigungsphase ein agiles Motorrad, sprich wir brauchen einen Anti-Squat. Anti-Squat heißt, das Motorrad soll sich hinten aufziehen, also die Kette soll das Motorrad nach oben heben. So, und das kann man sehr stark über die Zugstufe beeinflussen, Stichwort High und Low Speed. Dementsprechend haben wir mit der richtigen Federrate bei dem Motorrad eine sehr große Spreizung zwischen High und Low Speed entwickelt in der Zugstufendämpfung, um zum einen im Low Speed Bereich bei Wechselkurven und unter Zugwechselkurven ein sehr agiles Motorrad zu generieren, also da tendenziell eher wenig Dämpfung. Allerdings, wenn dann mal ein schneller Pump kommen würde, weil sich die Feder mal schnell entladen möchte, reden wir vom Highspeed, definitiv vom Highspeed, also zumindest definitiv, dann haben wir dementsprechend Zugstufe gebraucht, um das Ganze zu kompensieren. Das heißt, das ganze Paket ist eigentlich eine Kombination aus der richtigen Grundgeometrie in Form von Höhen und natürlich auch der Position des Gewichts. Und außerdem auch die Kombination aus den richtigen Federraten mit einer dementsprechend angepassten und vielleicht auch tendenziell ein bisschen einen kuriosen Zugstufendämpfung. Hier habe ich aber extrem viel getestet und 3, 4 Federbeine gleichzeitig probiert und muss sagen, jetzt, wenn wir das Paket hier stehen haben, jetzt ist das auch für mich als mittleren bis schnellen Hobbyfahrer sehr, sehr gut zu bewegen, sehr transparent und vor allem sehr gutmütig und generiert viel, viel, viel mehr Kurvenspeed, als es im Standard-Trim jemals gemacht hat. Und das ist auch meine Fahrstärke. Kurvenspeed, schnell rein, schnell raus, das kann ich gut. Ich bin eigentlich gar nicht so der Spitzefahrer, sondern eher sehr, sehr runder Fahrer. Und deswegen passt es sehr gut. Und genau aus dem Grund bin ich mit dem Bike auch mittlerweile richtig zufrieden. Nach natürlich vielen Testarbeiten. Wir haben das mittlerweile auch schon an viele Kunden von uns übertragen, die auch Honda Fireblade fahren. Und wenn du mal Interesse hast, so eine Honda Fireblade zu fahren oder dir eine zuzulegen, dann melde dich doch gern bei der Firma Gesselbauer in Österreich. Unten der Link in der Beschreibung. Denen gehört das Motorrad. Die haben auch für diese Tests und so weiter das Motorrad zur Verfügung gestellt. So, lange Rede, kurzer Unsinn. Ich denke, das war ein bisschen spannend. Ist ein sehr, sehr tiefgründiger Part. Ich denke, dass für den einen oder anderen was Interessantes dabei war. Und ja, schreibt es gern in die Kommentare, wenn ihr da Nachfolgen noch Fragen zu dem Thema habt. Ist natürlich sehr umfangreich. Lasst uns diskutieren. Vielleicht hat der ein oder andere eine andere Meinung. Ich bin gespannt. Lasst es uns wissen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.